Liebe FCB-Familie, liebe FCB-Fans, geben wir 3 Minuten ohne Pfiff und ohne Applaus. 66 Stunden ist es her. Da haben wir auf dem kleinen Brückli-Feld einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Wir alle sind Zeitzeugen von dem. Zum ersten Mal im Schweizer Clubfußball gewinnt eine Mannschaft 5-mal hintereinander den Titel als Schweizer Meister. In der gleichen Zeit, im gleichen Moment, wo der Schlusspfiff vom Schiedsrichter den historischen Moment besiegelt hat, hat eine kleine Gruppe es wichtiger gefunden, eine noch kleinere Gruppe von Aarauer anzugreifen, statt mit unseren Spielern den Meistertitel zu feiern. Wir wollen das nicht. Im Namen von allen, die für den FC Basel arbeiten, im Namen von der ersten Mannschaft, angeführt von Marco Streller, wollen wir das nicht. Euch, wo das Spiel und der Fußball für die Gewalt missbrauchen, aber auch all denen, die genau auf so ein Ereignis warten, die nichts anderes machen als so ein Ereignis herbeischreiben, herbeisehnen und nachher heuchlerisch, populistisch alle in einen Topf schmeißen und den Fußball für schuldig erklären. Euch sag ich! Euch sag ich, ich bin nicht euer Feind, ich bin nicht euer Gegner. Euer Feind und euer Gegner ist heute mit 32'000 Menschen vertreten in diesem Stadion. Mit 32'000. Und wir bleiben eine Einheit. Wir werden daran arbeiten. Die Einheit zwischen diesen 32'000 und dieser Mannschaft ist nämlich das Geheimnis. Und wir lassen uns nicht stoppen auf der Jagd, auf den 6. Titel in Serie. Wir lassen uns nicht stoppen. Wir lassen uns nicht stoppen von Gewalttätern und von Populisten auf dem Weg zum 6. Titel in Serie, auf dem Weg durch Europa, wo wir eine wunderbare Visitenkarte für den Schweizer Fußball und für Basel abgeben. Und wir lassen uns nicht stoppen, heute Abend auf dem Bafi in dieser Stadt zu feiern, wo wir so fest lieben wie der FC Basel. Dankeschön vielmals.